Gut, dann schaue ich noch mal kurz auf den Bildschirm, aber ich glaube, wir sind auch digital online soweit. Und damit dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, vor der ersten Pokalrunde am Samstag in Stuttgart. Ich darf unseren Trainer Marc Schneider recht herzlich begrüßen und Marc, dann die übliche obligatorische erste Frage: Wie steht es denn ums Personal? Ja, wir haben ein, zwei Fragezeichen. Max Christiansen hat einen Schlag aus dem Derby mitgenommen und Sebastian Griesbeck hat auch nicht trainiert die Woche bis heute. Heute das erste Mal wieder. Auch aufgrund von Wadenproblemen. Und dementsprechend die zwei Personalien sind definitiv offen fürs Wochenende. Dann danke dir für die Einleitung und dann öffnen wir die Fragerunde. Wer macht den Auftakt? Sonst schaue ich mal Jordan Rassar, DPA. Servus in die Runde, Herr Schneider. Wie Servus. viel wussten Sie denn über den kommenden Gegner schon, bevor Sie sich vorbereitet haben? Und wie unterscheidet sich die Vorbereitung auf so ein Spiel im Vergleich jetzt zum Zweitligaspiel? Also bevor wir uns vorbereitet haben, habe ich noch nichts gewusst, aber darum haben wir uns auch vorbereitet. Ganz normal, wie jedes andere Spiel auch. Also wir haben Live-Beobachtungen gehabt, wir haben Videos gesehen und dementsprechend natürlich sehr, sehr ja, seriös vorbereitet, wie es ein ganz normales Bundesligaspiel gewesen wäre. Nico Gehler von der Bild. Hallo Herr Schneider, Sie haben gerade gesagt, dass Sebastian Griesbeck erst heute zu trainieren angefangen hat. Das bedeutet, dass es möglicherweise eng werden würde. Jetzt ist man in der Innenverteidigung ohnehin nicht so dick bestückt. Wie würde denn ein möglicher Ausfall oder was sind denn alternative Möglichkeiten für Sie fürs Spiel am Samstag bei den Stuttgarter Kickers? Ja, wir sind nicht breit aufgestellt, das ist absolut so. Wir haben Oli Fobassam, der eine Möglichkeit ist. Eine Möglichkeit wäre, Max Christiansen zurückzuziehen. Und die dritte Option wäre wahrscheinlich auch noch Luca Itter in der Innenverteidigung aufzustellen. Gibt es weitere Fragen in der Runde? Nico nochmal. Ja, Pokal, das ist natürlich jetzt Sie sind ganz eindeutig in der Favoritenrolle. Trotz alledem, wie war denn jetzt so nochmal die Woche nach dem Derby, Herr Schneider? Denkt, dass die Stimmung ausbaufähig war, könnte ich mir vorstellen, bei der Mannschaft und im Umfeld. Und wie hat man es oder wie schafft man es jetzt, sich zu konzentrieren gegen einen Gegner, der ja ein bisschen unterklassig ist und trotz alledem jeder erwartet, dass man weiterkommt, das Spiel dominiert? Das ist ja oftmals leichter gesagt als getan. Also es fällt überhaupt nicht schwer, uns darauf einzustellen, weil wir auch etwas gut zu machen haben im Vergleich zum Derby. Das ist uns ja allen bewusst. Und die Stimmung im Training war am Schluss war gut. Also wir haben jetzt auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt und ja, wir sind die Armen und alles ist boah, schlecht, was auch immer. Überhaupt nicht. So ist es komplett nicht. Ja, wir haben was gut zu machen, das wissen wir aber selber sehr gut. Und dementsprechend haben wir uns auch vorbereitet, aber die Stimmung ist sehr gut, weil wir auch wissen, dass wir bis jetzt nicht alles falsch gemacht haben, dass wir auch viele gute Sachen gemacht haben. So, die Resultate stimmen sicherlich nicht mit den Leistungen überein, die wir erbracht haben. Wir wissen aber auch, dass wir in einem Sport leben, wo nur Resultat zählt, ja, gegen außen. So intern ist das natürlich ein anderes Thema. Und die Jungs wissen, was wir können und wissen, was wir machen wollen. Und da kommt dieses Spiel, wie jedes andere Spiel, dann auch gelegen, um uns zu rehabilitieren und allen und vor allem uns selber zu beweisen, dass wir die Spiele auch erfolgreich gestalten können. Jordan nochmal. Vielleicht noch mal eine Frage zum Gegner. Wo liegen denn die Stärken der Kickers? Was erwarten Sie für ein Spiel oder auch für eine Spielweise? So, wir vergleichen das ein bisschen mit Nürnberg. Das wird ein sehr intensives, zweikampfbetontes Spiel werden. Das ist eine sehr aggressive Mannschaft, die auch über den Kampf und über den Zweikampf kommt.
die aber durchaus auch Fußball spielen können und das auch sehr gut. Also wir haben das auch gesehen in diesen Videos, wo wir hatten. Also das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Die haben auch eine große Tradition und dementsprechend sind wir schon gewarnt und wissen auch, was auf uns zukommt. Die Jungs wissen haargenau, was das für ein Spiel werden wird. Und jetzt geht es darum, das eben auch so anzunehmen, wie es sich präsentieren wird. Also es gibt viele Zweikämpfe, wir müssen bereit sein. Wir haben es gesehen vor einer Woche, wenn du dann eben nicht zu 100% bereit bist und diesen Fehler soll uns nicht noch einmal passieren. Also auch dort die Lehren daraus ziehen. Ja, am Schluss ist das ist das Leben. Also es passieren Rückschläge, du musst dann aber daraus lernen und du willst daraus lernen und die Jungs wollen daraus lernen und wir wollen daraus lernen, um die nächsten Aufgaben dann ja, positiv zu gestalten für uns. Und ich denke, so funktionieren wir, so funktioniere ich. Und dementsprechend schauen wir auch sehr, sehr positiv in die Zukunft. Wolfgang Lars für die FN und die NN. Hallo, Herr Schneider. Pokal ist ja für Sie ein besonderer Wettbewerb. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. 2005 war das Ihr größtes Spiel Ihrer Karriere, damals mit dem FC Zürich. Dann auch noch ein Tor geschossen. Ja. Pokal ist für Sie mehr als nur ein Wettbewerb seitdem? Also haben Sie das Gefühl, dass Pokal bei Ihnen ein bisschen mehr auslöst? Ja, ich hatte das Glück, als Spieler zweimal im Pokal zu sein oder Finale zu sein, als Trainer im Pokalfinale zu sein, dann etliche Male auch im Halbfinale. Also dementsprechend ist für mich der Pokal schon ein wichtiger Wettbewerb. Und am Schluss, zumindest war es so in der Schweiz, natürlich sind wir jetzt in der zweiten Bundesliga, aber es ist der kürzeste Weg, um europäisch zu spielen. Also du musst am wenigsten Spiele gewinnen und bist am Schluss europäisch mit dabei. Das ist jetzt nicht unser primäres Ziel, weil das auch vermessen wäre, aber Pokal ist etwas sehr, sehr Spezielles. Da freut man sich darauf und dementsprechend auch ich und die Jungs. Und wir wissen, dass das spezielle Abende sind und wir wollen natürlich mehrere von diesen erleben. Aber darum geht es, in erster Linie geht es jetzt darum, das Spiel zu gewinnen. Ansonsten musst du von gar nichts anderem sprechen. Also wenn ich dann höre, ja, Pokalfinale, bla bla, das beginnt alles mit dem ersten Spiel und das bestreiten wir eben jetzt in Stuttgart und das wollen wir am Schluss auch erfolgreich bestreiten. Nico. Inwieweit, Herr Schneider, schmeißen Sie denn möglicherweise ein bisschen die Rotationsmaschine an? Der ein oder andere ist ja doch vielleicht auch nah dran an der ersten Elf. Solche Spiele werden ja dann immer mal gerne genommen, um auch mal da eine Chance zu geben. Wie sieht es denn damit aus? Es geht nicht darum, Chancen zu geben in dem Sinn, okay, ja, jetzt kannst du mal, sondern wir werden die bestmögliche Formation auf das Feld schicken und da kann das sein, dass der eine oder andere da neu drin ist. Das hat es auch nach dem Kiel-Spiel gegeben. Also das ist völlig normal, aber am Schluss geht es darum, die bestmögliche Formation wird auf dem Platz stehen, was wir im Moment das Gefühl haben, dass das für dieses Spiel das Richtige ist. Nico, ist das Handzeichen noch aktuell? Dann nein. Okay. Abgewogen. Gibt es sonst noch Fragen in der Runde? Nee, Kopfschütteln. Dann sage ich vielen Dank für die Teilnahme in der Pressekonferenz. Danke vielmals. Und allen Fans, ob dann in traditionellen Outfits oder in modernen, eine schöne Anreise am Samstag. Und ja, bis dahin, schöne Zeit. Macht es gut.